Die Auswirkungen des Klimawandels betreffen in besonderem Maße Kinder und Jugendliche. Laut einer Berechnung der Kinderschutzvereinigung Save the Children haben im Jahr 2022 in Ländern Afrikas südlich der Sahara fast 2 Millionen Minderjährige aufgrund derartiger Folgen ihren Wohnort wechseln müssen. Save the Children geht davon aus, dass Tausende nicht in ihre Heimat zurückkehren können, sondern dauerhaft in Flüchtlingsunterkünften oder anderen behelfsmäßigen Wohnstätten bleiben müssen. Ein Mitarbeiter von Save the Children sieht die Schuldigen vor allem auf der Nordhalbkugel. When it comes to actually implementing and providing these funds, there's been little action that has happened. So the political commitment, especially from the global north, has been lacking. We want to see more actions from these governments that have been, you know, emitting historically and contributing largely to the climate crisis. So that's where we want to see action, more action and less talk. Die kenianische Hauptstadt Nairobi richtet diese Woche unter anderem in Zusammenarbeit mit der Afrikanischen Union, den Vereinten Nationen sowie der Weltbank gleich 2 Veranstaltungen aus, die sich mit den Themenfeldern Klima und Umwelt befassen und die als Vorbereitung auf den Klimagipfel COP28 dienen, der im November und Dezember in den Vereinigten Arabischen Emiraten abgehalten wird. Is bringing on board is not just to talk about the problems, but also to talk about the solutions and the solutions in which Africa is already preferring and actually putting in place to be able to share those lessons with the entire world. Climate change is a shared risk. As we're speaking today, there are wildfires in Canada that are burning and destroying ecosystems in Canada. There are floods in Europe, in some parts of Europe and in China. Climate change is a shared risk, meaning that no one is immune and it doesn't respect territorial integrity. It is affecting everyone, whether the people are in rich or poor countries. Because of the fact that climate change is affecting everyone, it needs everyone to be on board with the solutions.